Herzlich willkommen in Cottbus. Um Ihre Tour mit dem Audioguide zu erleichtern, erhalten Sie hier noch einige Hinweise. Es ist jederzeit möglich, die Wiedergabe mit Hilfe der Pause-Taste zu unterbrechen. Sie sollten diese Funktion nach jeder Wegbeschreibung nutzen, wenn Sie dieses Geräusch hören. Nach Erreichen des nächsten Ziels fahren Sie mit der Wiedergabe fort. Um eine Station nochmals anzuhören, betätigen Sie die Rückspultaste und halten diese gedrückt. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei Ihrer audiovisuellen Tour durch Cottbus. Liebe Architekturfreunde, ich begleite Sie, um Ihnen ein paar architektonische Besonderheiten der Stadt Cottbus zu zeigen. Diese Tour besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil zeige ich Ihnen die Altstadt mit den Gebäuden aus den unterschiedlichen Epochen und im zweiten Teil widmen wir uns dem Jugendstil und einigen Häusern, welche diesen Baustil repräsentieren. Sie gehen jetzt nach links und überqueren die Schienen an der Straßenbahnhaltestelle. Sehen Sie den japanischen Pavillon? Dort in der Nähe an der erhöhten Ecklage erwartet Sie ein kleiner Vorgeschmack auf den zweiten Teil unserer Tour, das Haus Töpferstraße 2 mit seiner prächtigen Jugendstilfassade. Der Kaufmann Richard Max Wagner ließ das Miethaus 1907 durch das Baugeschäft Hermann Pabel und Co. bauen. Es fällt vor allem durch seine reiche Gliederung und dem vielfältigen Schmuck auf. Die Fassade ist übersät mit Erker, Loggien und Balkone. Lassen Sie noch einen Moment Ihren Blick über dieses Haus schweifen, bevor Sie zur nächsten Station gehen. Laufen Sie um das Haus links herum und folgen Sie mir am japanischen Pavillon vorbei die Treppen hinunter in den Pushkin Park. Wir halten uns rechts. An der nächsten Parkbank halten Sie ein wenig inne. Hier fängt der erste Teil unserer Tour an. Beginnen wir erst einmal mit der Altstadt und ihren baulichen Besonderheiten. Einen Teil der noch erhaltenen Stadtmauer können Sie auf der rechten Seite erkennen. Sie wurde als Befestigungsanlage im 15. Jahrhundert gebaut. Hauptsächlich diente sie zur Abwehr vor feindlichen Übergriffen. Die massive Backsteinmauer erreichte an einigen Stellen eine Höhe von 6 Metern. 4 Stadttore gewährten den Zugang zur Stadt. Das Spremberger Tor im Süden, das Sandower Tor im Osten, das Luckauer Tor im Westen sowie das Mühlentor mit Zugang zur Spree. Im 19. Jahrhundert wurden nach und nach die Stadttore abgerissen und Teile der Stadtmauer mit abgetragen. Mit der fortschreitenden Industrialisierung nahm das Wachstum der Stadt zu. Häuser wurden außerhalb der Stadtmauern gebaut und der Handel verlagerte sich nach außen. Die Stadtmauer wurde zunehmend wirkungslos. Da die Wieghäuser, so nennt man Gebäude, die direkt in der Stadtmauer eingebaut sind, nicht mehr zu Verteidigungszwecken dienten, wurden sie mit einfachen Fachwerkkonstruktionen zu kleinen Wohnhäusern umgebaut. Die Altstadt war einst ein Sandtal und wurde erst im 4. Jahrhundert besiedelt. Die mittelalterliche Stadt Cottbus ist erst 100 Jahre später entstanden und wurde im 13. Jahrhundert zu einem wichtigen Handelsplatz. Gesellschaftliche Mittelpunkte waren der Altmarkt und das damalige Rathaus, der Oberkirchplatz und der Klosterplatz.
Viele der zerstörten Altbauten wurden in den letzten Jahrzehnten liebevoll restauriert und wiederhergestellt. Wenn Sie jetzt dem Parkweg folgen, kommen Sie bald an eine kleine Kreuzung. Hier nehmen Sie den Weg nach rechts in Richtung Stadtmauer. Nach wenigen Schritten erreichen wir das ehemalige Klostertor. Folgen Sie mir nun durch den Durchgang an dem Restaurant Klosterkeller vorbei. Dann kommen Sie direkt auf den Klosterplatz. Der Klosterplatz liegt im nordwestlichen Teil der Altstadt. Man erkennt hier noch heute den Hof und Kreuzgang des mittelalterlichen Franziskanerklosters, das hier einst stand. Auf diesem Platz werden heute regelmäßig mittelalterliche Festspiele abgehalten. Eines der wichtigsten Gebäude am Platz ist die Jugendherberge. Auch sie ist ein Teil der Stadtmauer und diente ursprünglich als Bastei zum Schutz des Klosters und wurde später als Malzdarre zum Trocknen von Grünmalz benutzt, welches zur Herstellung von Bier verwendet wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts entstand hier die erste Cottbusser Tuchfabrik. 100 Jahre später wurde sie zur Wanderherberge umgestaltet. Jetzt sollten Sie sich aber dem größten Gebäude am Klosterplatz widmen, der Klosterkirche. Entstanden ist die Kirche im 13. Jahrhundert. Sie gehört zu den ältesten Cottbusser Gotteshäusern. Auf dem Fundament eines ehemaligen Franziskanerklosters wurde die Kirche im gotischen Stil aus Backstein errichtet. Im Laufe der Jahrhunderte wurden immer wieder bauliche Veränderungen vorgenommen. Der heutige Bau stammt aus dem 16. Jahrhundert. Die Kirche erhielt den Namen Wendische Kirche, da sie bevorzugt von denen im Umfeld lebenden Sorben oder auch Wenden genutzt wurde, um hier ihre Gottesdienste abzuhalten. Hauptschiff und Seitenschiff verfügen jeweils über ein eigenes Satteldach. An der Südostecke des Hauptschiffes ist ein kleiner Kirchturm angebaut, der unvollständig wirkt. Eine Besonderheit befindet sich im Inneren der Kirche. Dort ist eine Grabplatte aus dem Jahre 1309 mit der Darstellung von Friedehelm und Adelheid von Cottbus angebracht. Auf dem Schild des Friedehelm von Cottbus findet sich der älteste Nachweis auf das Wappentier der Stadt, den Cottbusser Krebs. Nun gehen Sie von der Klosterkirche nach links, durch das Wendische Viertel. Auf der linken Seite der Straße ist auf einer Häuserwand ein Wandbild zu sehen. Dieses Bild stellt einen Hochzeitszug dar, wie es bei den Sorben üblich war. Auf der rechten Seite sehen Sie schon die imposante Oberkirche. Das ist unser nächstes Ziel. Auf dem Oberkirchplatz befand sich vermutlich der erste Markt der ersten Stadtsiedlung. Die Oberkirche ist die größte Stadtkirche der Niederlausitz mit zwei unterschiedlichen Namen. Der genaue Name der Kirche lautet St. Nikolai. Zum ersten Mal wurde die Oberkirche im 12. Jahrhundert erwähnt, weil der untere Teil des Kirchturms aus dieser Zeit stammt. Fertiggestellt wurde der gesamte Bau im 15. Jahrhundert. Das Dach des überhöhten Mittelschiffs ist an Stufenabsätzen zu erkennen. An der Außenansicht trägt sie Schmuckelemente in Ziergiebeln. Hier springen rote Mauerteile gegen weiße Putzflächen ab. An der Nordseite befindet sich eine vieleckige Taufkapelle im spätgotischen Stil. Die Kirche steht täglich für Besucher offen. Wenn Sie einen Blick aus fast 50 Meter Höhe auf die Stadt werfen wollen, können Sie auch gerne den Kirchturm besteigen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Sie verlassen nun den Oberkirchplatz und wenden der Kirche den Rücken zu. An der Hauptstraße mit der Straßenbahntrasse gehen Sie nach rechts weiter zum weitläufigen Altmarkt. Mitten auf dem Platz steht ein kleiner Marktbrunnen. Dort werden Sie Halt machen. Der historische Marktbrunnen, an dem wir stehen, wurde im 20. Jahrhundert als Achteckform mit einer Mittelsäule aus Reinhardsdorfer Sandstein gebaut. Entworfen wurde der Brunnen 1989 von dem Dresdner Künstler Edgar Pondorf. Das Besondere sind die Darstellungen aus der Stadtgeschichte nach Entwürfen von Johannes Peschel. Die Brunnenfiguren und die Sandsteinreliefs zeigen das alte Cottbusser Handwerk. Sehen Sie die drei Personen an der Spitze des Brunnen? Eine Marktfrau, einen Fischer und eine Bäckerin mit ihrem Kind. Die Bäckerin stellt die bekannte Maria Groch mit ihrer kleinen Wilhelmine dar. Wilhelmine Kluge sollte später den Baumkuchen, den ihre Mutter Maria entwickelte, verfeinern und zu seiner heutigen Berühmtheit führen.
Der heutige Altmarkt war ab dem 13. Jahrhundert ein wichtiger Markt- und Handelsplatz und lag im Kreuzungspunkt zweier Straßen. Eines der ältesten Häuser ist auf dem Altmarkt die Nummer 21, das seit 1544 nachweisbar ist. Die in den Folgejahren gebauten Fachwerkhäuser am Altmarkt fielen mehreren Stadtbränden zum Opfer. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden am Altmarkt Bürgerhäuser im sächsischen Barock und klassizistische Traufhäuser gebaut, die bis heute erhalten geblieben sind. Die Hausfassaden zeigen diese Stileinflüsse und künden gleichzeitig den Wohlstand der Bürger an. Die Löwenapotheke, gleich hier am Brunnen zu sehen, zeigt den barocken Stil mit Staffelgiebel und der bekrönten Statue der Hygieia. Da Gewerbetreibende aus Sachsen sich in Cottbus ansiedelten und die sächsische Baukunst mitbrachten, entstanden zweigeschossige Giebelhäuser mit Schweifgiebeln, speziell für Handwerker und Kaufleute. Um das Jahr 1937 erhielt dieser Platz den Namen Altmarkt. Mit seinen zahlreichen Cafés und Restaurants ist er heute ein Platz der Begegnung und Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. Begleiten Sie mich zur Spremberger Straße. Dazu gehen wir zuerst vom Marktbrunnen aus weiter auf das ehemalige Kaufhaus Merkur zu. Es trägt noch immer diesen Schriftzug an der Fassade. Dort gehen Sie in der Straßenkreuzung nach links in die Fußgängerzone hinein. Das ist die Spremberger Straße oder auch Sprem genannt, die beliebteste Einkaufsmeile der Stadt. Die Spremberger Straße, die einst Spremberger Gasse hieß, ist 300 Meter lang. Das bauliche Erscheinungsbild veränderte sich im Laufe der Zeit durch mehrfache Erneuerung der Straßenbebauung. Da zahlreiche Fachwerkhäuser verbrannten, wurden auf dieser Straße Häuser in Trauf- und Giebelstellung gebaut. Im 19. Jahrhundert entstanden viergeschossige Wohn- und Geschäftshäuser im Historismus, wie zum Beispiel das heutige Café Lauterbach. Gehen Sie auf der linken Seite der Spremberger Straße weiter. Sie kommen direkt zur Schlosskirche. Verlaufen Sie sich nicht, denn die zahlreichen Geschäfte sind doch sehr verlockend. Gehen Sie um die Kirche herum und schauen Sie sich die schönen Fassaden der Häuser an. Auf dem Schlosskirchplatz vereinen sich vier Bauepochen: Bürgerhäuser des Barock, des Historismus und der Renaissance. Der Vorgängerbau der Schlosskirche wurde im 15. Jahrhundert zum ersten Mal als Katharinenkirche erwähnt. Durch mehrere Brände zerstört, errichteten die Hugenotten im 18. Jahrhundert ein neues Gebäude auf deren Grundmauern. Nach der Vereinigung von französischen und deutsch reformierten Gemeinden bekam sie den Namen Schlosskirche. Die Kirche ist ein ausgerichteter Putzbau mit Walmdach und dreiseitigem Chorschluss. Hier am Eingang, der Westseite der Kirche, ist der neugotische Turm zu sehen. Der erste Entwurf von diesem Turm stammt vom Baurat Flaminius im 19. Jahrhundert und wurde durch den Maurermeister Thiele gebaut. Vor der Schlosskirche in der Spremberger Straße steht der Sorbenbrunnen. Da gehen Sie als nächstes hin. Dieser Brunnen wurde 1976 nach Entwürfen des Bildhauers Jürgen von Woiski gebaut. Den Namen Sorbenbrunnen bekam er durch seine Ornamente, zu sehen an den Mustern von Trachten, Bordüren und Schmuckbalken. Diese Keramikreliefs sind Motive des altüberlieferten sorbischen Blaudrucks. Sehen Sie den großen Turm am Ende der Straße? Das ist das Wahrzeichen unserer Stadt, der Spremberger Turm. Dort machen Sie als nächstes Halt. Von den Cottbussern wird er liebevoll der Dicke genannt. Es wird vermutet, dass er aus dem 14. Jahrhundert stammt. Der Turm gehörte zur Stadtbefestigung und ist der älteste erhaltene Bau aus dieser Zeit. Das Mauerwerk besteht wie die Stadtmauer aus Backstein mit dunklen Bindern. Die Wagemutigen können gerne den fast 30 Meter hohen Turm besteigen. 131 Stufen führen bis zur Spitze hinauf. Sie haben nun so einiges erfahren über die Innenstadt mit ihrer Befestigungsanlage, ihren Plätzen sowie Gebäude aus unterschiedlichen Epochen. Jetzt erwartet uns die westliche Stadterweiterung mit ihren eindrucksvollen Jugendstilhäusern. Musik.
Gehen Sie vom Turm zur verkehrsreichen Hauptstraße und halten Sie sich an der Kreuzung rechts. Auf der rechten Seite kommt das Einkaufszentrum Blechenkarree in Sicht. Auf dem Platz vor dem Blechenkarree und Galeria Kaufhof halten Sie sich ein paar Minuten auf. Das wirtschaftliche und städtische Wachstum der westlichen Stadterweiterung liegt zwischen den Jahren 1880 und 1914. Hier entstanden neue Gebäude gehobener Mietwohnhausarchitektur im Historismus und im Jugendstil. Um 1900 hat sich der Jugendstil durchgesetzt. Er war die Gegenbewegung zum Historismus. Geschichtlich steht der Jugendstil zwischen Historismus und der modernen Architektur. Der Jugendstil hatte seinen Ursprung aus der englischen Arts and Crafts Bewegung, was zu Deutsch Kunst und Handwerk heißt. Industrialisierung und Massenproduktion wurden zusammen mit dem Stilgemisch des Historismus zu einem Kunstgewerbe geführt, das von einigen Künstlern nicht mehr toleriert werden konnte. Die englischen Reformer, voran William Morris, forderten die Erneuerung des Kunsthandwerks nach dem Vorbild mittelalterlicher handwerklicher Traditionen, also somit möglichst keine Maschinenarbeit. Ideal waren Arbeiten in Werkstätten, wo Künstler das Handwerk beherrschten und detailliert ausarbeiten konnten. Bei Ornamenten und Schmuckformen ging man auf die Natur zurück, aber auch weitere Motive aus der täglichen Lebenswelt, wie Tiere, Menschen, Fantasiefiguren aus der Wasserwelt. Als Leitmotiv erkennt man im Jugendstil die geschwungene Linie. Die wellige Kurve soll organische Formen darstellen. Überqueren Sie die Karl-Liebknecht-Straße an der Ampel und laufen einige Schritte nach rechts. Dort steht das Miethaus Nummer 9. Das viergeschossige Haus mit Mansardendach wurde 1904 vom Baugeschäft Hermann Pabel und Co. für den Klempnermeister Eduard Penning errichtet. Ab dem zweiten Obergeschoss tritt links außen die Achse leicht von der Wandfläche ab und endet mit einem geschwungenen Giebel. Rechts außen ist das Obergeschoss als Loggienachse ausgebildet. Die Fenster wurden auf jeder Etage anders gestaltet. An der Fassade zeigt sich der Jugendstil am Dekor mit Pflanzen, Masken sowie Tiermotiven. An den vielen Wandöffnungen über den Fenstern sind herausstechende Putzfelder mit Blumenmustern angebracht. Gleich daneben steht das Gebäude 9a. Dieses Miethaus wurde 1910 vom Cottbuser Architekten Paul Thiel ausgeführt und für den Kaufmann und Tuchhändler Max Konrad gebaut. Was Ihnen auffallen wird, ist das hohe Mansardendach und das fachwerkverzierte Zwerchhaus in Kielbogenform über der dreigeschossigen Erkerzone. Die Fassadenstruktur ist asymmetrisch. Auf der rechten Seite ist die Achse mit Loggien ausgestattet. Wir sehen variationsreiche Dekorationen an den Fenstern, den Erkern und den Loggien. Gezeigt werden am Erker Tänzerinnen und Friese mit Blattstrukturen und Tiermotiven. Gehen Sie die Karl-Liebknecht-Straße zurück, also in die Richtung, aus der Sie gekommen sind, und biegen Sie nach rechts in die Rossstraße ein. Gehen Sie weiter die Straße entlang bis zur Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße. Auf der linken Seite steht das Kino Weltspiegel, die 78. Diese Spielstätte war das erste Kino in Cottbus und Brandenburg. Bis heute ist es ein einzigartiges architektur- und kulturgeschichtliches Zeugnis. Anfang Oktober 1911 wurde das Kino in Betrieb genommen und genutzt. Mit Namen Weltspiegel wurde dieses Gebäude vom Architekten Paul Thiel entworfen und vom Bauunternehmen Moritz Hausten ausgeführt. Dieses Gebäude hat mehrere Achsen und eine bekrönte Attika, die die Dachtraufe bedeckt. Im Mittelrisaliten, gemeint ist der vorspringende Teil des Gebäudes, finden sich ganz oben Ornamente sowie diagonal Wellenbänder, die der Fassade einen konzentrierten Jugendstil verleihen.
Im Erdgeschoss führen zwei hohe Rundbögen durch die Eingangshalle. Das Filmtheater Weltspiegel in Cottbus ist, nach dem Burgtheater in Burg bei Magdeburg, der zweitälteste noch betriebene Kinozweckbau Deutschlands. Damit kann der Weltspiegel die Kulturlandschaft weit über die Grenzen der Region hinaus bereichern. Gehen Sie nach rechts bis zum Ende der Rudolf-Breitscheid-Straße weiter. Das Eckhaus Bahnhofstraße 52 auf der gegenüberliegenden Straßenseite gehört nicht zum Jugendstil. Es enthält das Stadtarchiv und das Stadtmuseum Cottbus. Viele Zeitzeugnisse der Baugeschichte der Stadt können hier im Stadtarchiv nachgelesen werden. Nun folgen Sie mir nach links in die Bahnhofstraße. Bleiben Sie vor dem nächsten Jugendstilgebäude stehen, der Bahnhofstraße Nummer 27. Dieses Wohnhaus, ein Putzhaus mit Mansardendach, wurde 1906 für die Inhaber des Architektur- und Baugeschäfts Dümpert und Hauke errichtet. Der Mittelrisalit schließt mit einem Balkon straßenseitig ab. Die Jugendstildekore an den Fenstern und dem Zwerchgiebel bestehen aus einem geschwungenen Gesims und stilisierten Rispenmotiven im flachen Relief. Auf der linken Seite sehen Sie einen Altan, eine offene, auf Stützen ruhende Plattform mit filigranem Gitterabschluss. Gehen Sie nun auf die andere Straßenseite. Aber achten Sie auf den Verkehr der Hauptstraße. Dort steht auf der rechten Seite der Bahnhofstraße das Haus 45. Sofort ins Auge sticht der hohe und breite Mittelrisalit mit mehrfach geknicktem Schweifgiebel und dem abschließenden Walmdach. Dieses Mietwohnhaus wurde 1903 für den Zimmermann Hermann Wust gebaut. Das Haus weist eine asymmetrische Fassade mit mehreren Vorbauten, Loggienachsen und unterschiedlichen Fenstern auf. Auch hier ist das Dekor sehr zurückhaltend. Typisch zeigen sich ganz oben die welligen Formen am Gebäude sowie der gerahmte Eingang mit den seitlichen Nischen und dem Flechtband. Gehen Sie links die Bahnhofstraße entlang. Nach wenigen Metern biegen Sie rechts in die Wilhelm-Kühls-Straße und wechseln Sie die Straßenseite. Wenn Sie weitergehen, kommen Sie an dem Fahrradcenter des bekannten Cottbuser Radsportlers Lutz Häslich vorbei. Bleiben Sie auf der linken Seite, dort gelangen Sie zu einer Gaststätte, der Güterzufuhrstraße 2. Die Güterzufuhrstraße 2 ist ein Mietwohnhaus mit Gaststättennutzung, das 1904 für den Fouragehändler Gustav Bogula errichtet wurde. Ausgeführt wurde auch dieses Haus vom Architektur- und Baugeschäft Dümpert und Hauke. Ein Jahr später wurde der Gaststättenbetrieb aufgenommen und bekam seine stilisierte Beschriftung Restaurant zur Eisenbahn. Zeittypisch ist die nicht eindeutige Fassadensymmetrie. Im Einfluss des Jugendstils ist das schlichte Dekor, die geschwungenen Elemente an den Gesimsen, Brüstungen und den Verdachungen. Gegenüber der Gaststätte steht in der Schillerstraße mit der Hausnummer 33 ein sehr schönes, imposantes Jugendstil-Eckhaus. An diesem Eckgebäude verbinden sich zwei Stilrichtungen. Zum einen zeigt sich der Jugendstil an den sehr schönen blumigen Ornamenten aus Ast, Blattwerk und den Fabelwesen an der Fassade sowie an den Erkern. Das Dekor besteht aus neugotischen Motiven, die vom Jugendstil beeinflusst worden sind. Im neugotischen Stil sind auch die Spitzbögen, die sich mit den Jugendstilornamenten verbinden. Die hohen und schlanken Fenster sind mit aufwendigen Stuckumrandungen verziert. Dieses wunderschöne Miethaus wurde 1902 vom Maurermeister August Parzelt geplant und gebaut. Gehen Sie auf der linken Seite der Schillerstraße weiter und bleiben Sie vor der Schillerstraße 47 stehen.
Ihnen steht ein besonderes Beispiel der Übergangsphase zwischen Späthistorismus und Jugendstil. Zu erkennen ist es an den herkömmlichen kombinierten und stilisierten Formen. Das Dekor ist in unterschiedlichen Stilrichtungen manuell ausmodelliert. Auch sind schöne Ornamente im Türbereich, an den Balkonen und am Zaun zu sehen. Auch hier zeigt sich eine asymmetrische Fassade. In der Mitte des Hauses sehen Sie den trapezartigen Vorbau mit reich dekorierten Zwerchgiebelabschlüssen. Darauf finden sich die Initialen der Bauherren und das Baudatum. Auf der linken Seite ist der Eingangsbereich durch das Portal aufwendig gestaltet. Rechts können Sie markante geschossübergreifende Loggien mit Brüstungen aus dekorativen Stein und Eisen erkennen. Auch das Nachbarhaus, die Schillerstraße 48, sollten Sie sich ansehen. Auffällig ist die rechte Seite des Hauses, die mittig einen Erker hat und mit einem geschweiften Zwerchgiebel abschließt. Das stark stilisierte Dekor verbindet geschweifte Bänder und pflanzliche Formen zu filigranen Ornamentfeldern, die an Fensterrahmen, in der Traufzone und als Giebelabschluss zu finden sind. Die schwingende Linienführung in den fließenden Übergängen der einzelnen Bauteile und der Dekorausformung zeigt den frühen ornamentalen Jugendstil. Gehen Sie weiter die Schillerstraße entlang. An der nächsten Ampelkreuzung sehen Sie rechts das beeindruckende große Cottbuser Staatstheater. Dies ist unsere nächste Station. Das Staatstheater ist der wichtigste Jugendstilbau in Cottbus und einzigartig in seinem Baustil im Land Brandenburg. Die Inschrift an der Frontseite ist dem damaligen Oberbürgermeister Paul Werner gewidmet. Am Theater finden sich überwiegend Elemente des Spätjugendstils. Dieses historische Erscheinungsbild verweist auf eine moderne Architekturentwicklung. An der Fassadenmitte, die ganz oben mit einer flachen Kuppel abschließt, zeigen sich geschwungene Formen. Auch sehr schön anzusehen sind die unzähligen Putten, die am ganzen Theater verteilt sind. Die menschenähnlichen Barockstatuen, genauso wie die Panther und Widder, wurden industriell gefertigt und vor Ort von Steinmetzen endgültig bearbeitet und aufgebaut. Folgen Sie mir nach links am Gebäude vorbei. Für den Bau des Cottbuser Staatstheaters wurde 1905 ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, den der Berliner Architekt Bernhard Sehring gewann. Sehring machte sich einen Namen durch seine Arbeit am Berliner Theater des Westens. 1907 begann der Bau des Theaters nach Sehrings Plänen im Auftrag der Stadt Cottbus am Standort des damaligen Viehmarkts. Für Cottbuser Verhältnisse war das Gebäude großzügig angelegt. Der Bau wurde ausschließlich durch Cottbuser Handwerker ausgeführt. Am 1. Oktober 1908 feierten die Cottbuser die Eröffnung des Theaters. Bernhard Sehring galt in Fachkreisen als umstrittener Architekt. Er kreierte seinen eigenen Stil, indem er Architekturstile vermischte, aber trotzdem bei traditionellen Gestaltungsformeln blieb. Das Staatstheater war seine höchste architektonische Leistung. Hier verwob er geschickt Architektur, Kunsthandwerk, Malerei und Plastik. Er verbindet in diesem Bau hauptsächlich den Jugendstil, den Barock und den Klassizismus. Begleiten Sie mich nun zum Schillerplatz hinter dem Theater. Der Schillerplatz erhielt seinen Namen 1905 zum 100. Todestag von Friedrich Schiller. Ab 1956 erfolgte die Neugestaltung der Grünanlage sowie der Bau des Brunnens. Sehr schön anzuschauen sind die wasserspeienden Fischfiguren. In diesem idyllischen Ambiente verweilt man gern ein paar Minuten. Am Brunnen vorbei gehen Sie mit mir bis zur Wernerstraße. Wir überqueren die Straße und bleiben direkt vor dem Haus der Wernerstraße Nummer 9 stehen. Das Miethaus wurde vom Architektur- und Baugeschäft Dümpert und Hauke 1905 für den Schmiedemeister Hermann Kischke geplant und gebaut. Typische Jugendstilelemente zeigen sich hier an den unterschiedlichen Putzstrukturen und Farben sowie Wellen, Streifen und Ornamentbändern.
Ganz oben unter dem Dach in der Traufzone zwischen den Konsolen ist ein gemalter Fries aus stilisierten Rosen angebracht. Die Ziergitter auf dem Dach sowie an der Fassade tragen dasselbe Blumenmuster. Hier zeigt der typische frühe ornamentale Jugendstil stilisierte pflanzliche Motive, die handwerklich angefertigt und ausgeformt wurden. Über der Einfahrt findet sich der Name des Bauherrn. Gehen Sie nach links bis zur Kreuzung. Von hier aus betrachten wir uns zwei weitere Häuser. Zuerst schauen Sie sich das Eckgebäude, die August-Bebel-Straße 11, an. ...1906 gab der Malermeister Max Gerlach den Bau dieses Hauses beim Baugeschäft Hermann Pabel und Co. in Auftrag. Die Fassade wird durch Erker, Balkone und Zwerchgiebel strukturiert. Am Gebäude sind stilisierte Dekorformen in Wandfelder eingefasst, in denen sich blumige und figürliche Motive mit geschweiften Ornamenten verbinden. Das ausgeformte Dekor an der Fassade ist ein weiteres sehr schönes Beispiel für die Cottbuser Jugendstilarchitektur. Schauen Sie mal auf den Mittelrisaliten an der Wernerstraße. Dort hat der Malermeister Gerlach seine drei Schildwappen einbauen lassen. Nun sehen Sie sich das gegenüberliegende Eckhaus an, die August-Bebel-Straße 87. Dieses aufwendig gestaltete Miethaus gehörte dem Malermeister Wilhelm Nose. Die Entwürfe stammen vom Stuckateur und Bildhauer Walter Adler, der die Arbeiten vor Ort selbst anfertigte. Die Fassade ist durch mehrere Erker und Zwerchgiebel untergliedert. Die filigranen und flächigen Putzdekore an den Wandflächen sind typische Gestaltungsmuster des frühen ornamentalen Jugendstils. Am Gebäude finden sich bandartige geschweifte Ornamente mit figürlichen Motiven. Nun wechseln wir die Straßenseite und gehen nach links, die August-Bebel-Straße entlang bis zur Kreuzung. Von hier aus sehen Sie das gegenüberliegende Eckhaus August-Bebel-Straße 80. Wie das Haus der Wernerstraße war auch hier der Bauherr Robert Kieschke am Werk. Das symmetrische Eckgebäude ist mit Erkern und Loggien an den Seiten sowie einer anschließenden Dachhaube und Krüppelwalm über dem Zwerchgiebel ausgestattet. Charakteristische Jugendstilelemente wie die identische Gliederung an den Fenstern und das zurückhaltende geometrische Dekor definieren die Fassade dieses Gebäudes. Sie gehen nach rechts die Schillerstraße entlang, bis zur Kreuzung Berliner Straße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sehen Sie das Eckhaus mit der Nummer 134. Das Miethaus ist 1910 durch das Bauunternehmen Heinrich Schenker erbaut worden. Besonders das hohe Mansardendach, welches bis zum Dachfirst reicht, charakterisiert die Front des Gebäudes. Der breite Mittelrisalit weist einen gebrochenen Zwerchgiebel und Rundbogennischen an den Eingängen auf. An der Ostseite des Hauses können Sie den zweigeschossigen Erker mit Balkonabschluss erkennen. An der Fassade im Erkerbereich und an den Fenstern wurden Dekore im Jugendstileinfluss mit flachen Friesplatten und Bändern angebracht. Drei Häuser weiter nach links finden wir die Berliner Straße 131. Dort gehen Sie als nächstes hin. Das letzte Miethaus unserer Tour weist unzählige Jugendstileindrücke auf. Dieses Haus wurde 1911 im Auftrag des Elektrotechnikers Bruno Pohl errichtet. Der fast gebäudebreite Zwerchgiebel überragt den Dachfirst in geschweifter Form mit ovalen Fenstern. In der Giebelspitze zeigt das ovale Dekorfeld einen Adler mit Blitzen in seinen Krallen. Es wird hier der Beruf des Hauseigentümers dargestellt. In der Mitte des Gebäudes befindet sich der breite Mittelerker, der an beiden Seiten angegliederte Loggien und Balkonachsen aufweist. Der Erker scheint im Erdgeschoss durch die Säulen gestützt zu werden.
Die malerisch bewegte Fassade ist mit Plastiken im klassizistischen und jugendstilreichen Bauschmuck gestaltet. Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie die Reliefs eines Speerwerfers und einer Frau. Wir kehren nun zum Startpunkt unserer Tour zurück. Gehen Sie bitte zurück die Berliner Straße entlang, an der Schillerstraße vorbei in Richtung der großen Einkaufspassage Spreegalerie. Wenn Sie die große Kreuzung überqueren, erreichen Sie nach ca. 150 Metern die Stadthalle, welche sich auf der linken Seite befindet. Unsere Tour kommt hier zum Ende und ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige interessante und besondere Gebäude unserer Stadt näher bringen und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit in Cottbus. Als Ihre Begleiterin bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.